Die Robert-Reinig-Grundschule in Siemensstadt erhält eine neue Sporthalle. Für das Bauvorhaben wurde am 5. November der Grundstein vom Stadtrat Gerd Hanke gelegt. Die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant. Wie groß ist denn der gute Teil? Hier am Standort der Robert-Reinig-Grundschule. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Kinder, wir haben heute was Besonderes vor. Wir werden heute einen Grundstein legen. Wisst ihr, was ein Grundstein ist? Dann heißt es, es geht los. Die Baustelle ist ausgehoben und wir werden dann in Bälde für euch, und ihr seid ja alle relativ jung, welche Klasse seid ihr? Sechste. In der vierten werden wir es noch erleben, dass wir hier dann in die Nutzung gehen, in einer Schulsporthalle. Und ihr habt jetzt etwas für uns vorbereitet, habe ich gehört. Herr Müller und Frau Kaplan haben mir gerade gesagt, es gibt jetzt was. Seid ihr soweit, Kinder? Ja! Oh, wunderbar. Nun soll. Okay. Nun soll es hier losgehen, genau wo wir stehen. Das heißt, es ist soweit, jetzt beginnt die Bauarbeit. Wir treffen alle wieder und singen frohe Lieder. Pure Faszination, wir genießen jeden Ton. Dieses Gebäude bringt uns viel Freude. Und wir sind heute schon, Geduld für uns zum Lohn. Dieses Gebäude bringt uns viel Freude. Und wir sind alle dabei. Wir singen EO. Kinder, das war echt spitze. Also, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr euch einen Lehrer an der Schule habt. Wir haben heute einen besonderen Anlass. Ihr habt sogar den Regen weggesungen. Ganz hervorragende Leistung. Vor einigen Jahren, das ist schon wieder Jahre her, glaube ich, haben wir diesen Erweiterungsbau den Erweiterungsbau in Betrieb genommen und sind jetzt mit dem nächsten Schritt dran, dass wir endlich die auch das Sportangebot, denn die Schule ist immer größer geworden, immer mehr Schülerinnen und Schüler an diesem Standort und ihr braucht natürlich ein anständiges Sportangebot. Und nun haben wir es endlich geschafft, dass wir dann diese Grube ausheben konnten und da heute den Grundstein legen können. Und wenn man dann hört, dass das immerhin ja, und das ist in der heutigen Zeit auch was ganz Besonderes, 5,1 Millionen, liebe Frau Behrens, 5,1 Millionen ist doch eine ganze Menge Geld, was dann hier in einen Schulstandort für eine Turnhalle verbaut wird. Also einfach loslassen und dann. Nein. Ja. Ja, jetzt kommt er. Hey. Hey. Ja, jetzt los. Jetzt wird in dieses Loch hier, diese Röhre. In der Röhre befinden sich, Herr Architekt. Da befinden sich Baupläne, eine aktuelle Tageszeitung, Kleingeld. Und ein ganz klasse Bild, was von der Schule gemacht wurde. Das wird hier alles verewigt. Und später, wenn mal die Halle in 100 Jahren wieder abgerissen wird, dann kann man das wieder rausholen, kann man sehen, wie denn mal was hier gestanden hat, was hier mal gewesen ist, als Erinnerung. Und wir können dann beginnen und jetzt werden wir das einlassen. Das ist eine Zeremonie. Boah. Und ich baue auch nicht die Halle. Oh mein Gott. Da passt schon ein bisschen was rein. Da passt was rein, aber da sind die Männer vom Bau nachher besser. Mit drei Hammerschlägen werde ich mir was wünschen, was ich der Schule mit diesem Bau wünsche. Also ich wünsche Ihnen, Frau Kaplan, als Schulleiterin, euch, liebe Kinder, dass ihr nachher hier ein hervorragendes und hochqualifiziertes Sportangebot bekommen werdet. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Schulgemeinschaft hier dann endlich mit diesem gemeinsamen großen Sportangebot und der Gesamtheit dieser Schulgemeinde ein super Schulleben, gut ausgebildete Kinder und Jugendliche dann in die Oberschulen und ins weitere Leben schickt. Und ich wünsche mir aber vor allen Dingen eins, dass in den nächsten Monaten, die ja hier eine große Baustelle ist, ihr Kinder sehr vorsichtig auf dieser Baustelle, das ist eine sehr große Baustelle, umgeht, sehr vorsichtig seid, hier werden größere Fahrzeuge auch immer wieder sein. Und ich wünsche mir, dass vor allen Dingen die Männer vom Bau unfallfrei diesen Bau überstehen werden, dass alles ordnungsgemäß, zügig, schnell, fristgemäß zu Ende geführt wird, damit wir dann irgendwann im Sommer 2017, wer auch immer, dann gemeinsam diese
Halle dann einweihen dürfen. Es gibt ja noch mehrere Zeremonien, die wir nachher zu erledigen haben. Das wünsche ich mir und wünsche diesem Bau viel Erfolg. Weil ich beim Richtfest auch dabei sind. Darf ich noch einmal raufhauen? Okay, ja. Zur Eröffnung. Boah. Und auch klatschen.